Willkommen zurück bei Kingdom Come. Ja. Hallo, Mu, Lenya. Hallo. Ich wollte dir gerade nicht ins Wort fallen. Ich habe nur geschafft, Luft zu holen. Aha, wieso wolltest du mir ins Wort fallen? Weiß ich nicht, wollte ich ärgern. Ah, okay. Mir war es so danach, dich zu ärgern. Ich verstehe. Ja? Ach, so. Stimmt ja. Wir waren ja im Badehaus mit dem Herr Hans Carbon. Genau. Und du haben hast verloren. Willst du nochmal gegen die würfeln? Darf ich mal gegen die würfeln? Nee, das geht, glaube ich, gar nicht. Nein? Im Moment geht das nicht, aber du darfst natürlich auch gerne mal würfeln, wenn wir... außerhalb kann man ja so ein Spiel starten, ja. Das ist ja kein Problem. Okay. Ich könnte auch ein Bad vertragen. Franzi, Blanco und hüpf rein! Klar, warum nicht? Leg die Kleider in die Truhe. Der hat doch auch nicht blank gezogen. Ja. Rutsch rüber. Ich möchte nicht auf deinen Aal treten. Na gut, einen kleinen Moment. Ich rolle ihn für dich ein. Also, nimm's nicht persönlich. Aber das war wirklich allerhöchste Zeit, Heinrich. Gab schon Kuhfladen, die weniger stanken. Die sitzen jetzt zu zweit in einem Ding? Du weißt ja wirklich, wie man es krachen lässt. Hier, trink! Nicht besonders gut, aber zur Not tut er es auch. Da sage ich nicht nein. Her damit! So ist recht. So erholst du dich also von deinen Verletzungen? Wein und Dirnen? Natürlich! Wie denn sonst? Gibt es Neuigkeiten, Heinrich? Was ist mit dir, Herr? Hast du dich von unseren abenteuerlichen Jagdeskapaden erholt? Mir geht es gut, Heinrich. Die Bäder sind genau das Richtige. Und Sidonia hat heilende Hände. Du wirst alles im Auge behalten, oder? Clara, bring den Herren etwas Wein, bevor sie sauer werden. Weißt du was, Heinrich? Diese Pisse können wir nicht trinken. Clara, Liebste! Du musst doch zugeben, meine Teure, der Wein ist wirklich bescheiden. Hä? Das ist, irgendwie funktioniert das nicht so richtig gerade. Naja, gut. Was stimmt denn nicht mit dem Wein? Lieber tränke ich das Badewasser. Geh und besorg einen edleren Tropfen. Aber wo? Ah, ich hab's. Im Keller des Rathauses gibt es vorzüglichen Wein, den Herr Hanusch für uns gekauft hat. Und du möchtest, dass ich hingehe und ihn hole? Ich wäre dir zu Dank verpflichtet. Ein dankbarer Adliger ist der beste Verbündete. Na gut, was für ein Wein ist es? Ein roter Silvaner. Es ist das letzte Fass auf der rechten Seite am Ende des Ratskellers. Besorg dir irgendwo einen Krug und nimm etwas davon mit. Ich wüsste gerne etwas über diesen Wein. Was denn? Dieser Wein wird nicht etwa hinter Schloss und Riegel gelagert. Aber das hält einen schlauen Burschen wie dich doch nicht auf, oder? Schon klar. Ich kann einfach hingehen und nehmen, was ich will? Ja. Nein, eigentlich nicht. Es wäre gut, wenn dich niemand sieht. Aha. Ja. Na gut. Also gut, ich hole ihn. Guter Mann. Ach, wegen dem werden wir nochmal richtig gehängt. Das ist so richtig böse gehängt oder sowas. Mhm. Ja. Wegen des Weins, den ich holen sollte. Und? Hast du ihn? Wir sind nicht mal los. Noch nicht. Dauert noch ein bisschen. Gott, Heinrich, ich verdurste hier. Ja, okay, so. So, nehmen wir mal seinen Schlüssel mit. Mhm. Den brauchen wir nämlich. Den können wir uns da rausnehmen ohne Probleme. Ah, okay.
So, wir rennen jetzt nur in Unterwäsche bekleidet hier rum. Aber das ist, dann ist man eben auch entsprechend leiser. Wir müssen ja einbrechen, ne? Logischerweise. Okay. Dann solltest du vielleicht nicht so durch die Hühner rennen. Ja. Naja, hier müssen wir ja noch nicht einbrechen. Ach so. Dann muss erst leise sein, wenn man da ist, wo man einbrechen will. Naja, klar. Wenn ich auch irgendwie 20 Kilometer entfernt bin, dann kann ich auch ruhig noch laut sein, oder? Das heißt, ich kann ja auch atmen noch. Darfst du atmen, ja. Okay. Gleich musst du für etwa 10 Minuten die Luft anhalten. Das ist aber lang. Aber okay, ich gebe mir Mühe. Und wenn ich ganz leise atme? Vielleicht geht das. Und wenn ich husten muss? Was? Und wenn ich husten muss? Verstanden, wenn du pupsen musst. Nee, das muss ich nicht. Gut. Hoffe ich. Aber wenn ich husten muss oder niesen? Das wäre nicht so toll, oder? Das kennt man doch so, wenn man irgendwo aus Filmen und so, wenn die Leute irgendwo sich verstecken, dann müssen die mal niesen. Da hast du recht. Oh. Gleich die Wache. So, hier können wir jetzt aufschließen. Die kommt da hoch. Oh, verdammt. Hallo. Ich habe nicht geatmet. Wir stehen hier nur. Was willst du? Jetzt kommt er uns hinterhergelaufen. Geh mal weiter. Hey, wo ist deine Fackel? Du kannst hier im Dunkeln nicht einfach ohne Licht rumspazieren. Ja, entschuldige. Hier, wir haben unsere Fackel dabei. Siehst du? Alles ist gut. Jetzt kommt der Nächste raus. Der hat auch keine Fackel. Okay, der steht da auch nur? Warum steht denn der da nur? Das wirst du später sehen. Okay. Also die Fackel wäre sehr nett. Ja, aber dann sieht man uns ja. Ah. Oh, oh. Was war das? Hey, was in drei Teufelsnamen glaubst du, was du da machst? Ich... was? Was hast du hier zu suchen? Wer denn? Ich habe niemanden gesehen. Hast du jemanden gesehen? Keinen. Also wir stehen jetzt ja schon eine Weile hier draußen. Wir haben niemanden gesehen. Nö. Ich habe vergessen, mich zu schleichen. Wir stehen immer bei Fremden vor den Wohnungstüren und passen auf. Das ist, da steht doch jemand, oder? Ich weiß nicht. Wisst du, jetzt musste ich husten, aber wir sind ja zum Glück draußen. Ja. Kannst du dich einfach mal reinleuchten? Ja, es ist... Das scheint irgendwo weiter hinten zu sein. Hey du, was wird das hier? Verpiss dich, bevor ich richtig zornig werde. Wir sind doch schon weg. Alter, mach mal Licht an, dann sieht man auch was. Boah, macht er einfach die Tür zu. Es wird gar nicht so leicht. Ja, also ich merke das. Da habe ich jedes Mal Probleme mit. Kannst du die nicht irgendwie ablenken? Nein. Nein. Next try. Das ist auch schon richtig dunkel irgendwie, ne? Ja. Das Ding ist, man wird ja nicht sofort rausgeschmissen. Ja. Da geht's nach draußen. Hier ist keiner. Jetzt müssen wir wieder nach draußen latschen, mit Sicherheit. Wer ist da?
glaubst du, was du da tust? Das ist doch kacke. Das Problem ist, wir haben nicht ewig Zeit. Irgendwann, wenn eine bestimmte Uhrzeit überschritten ist, dann ist die Quest fehlgeschlagen. Ja, klar, natürlich. Aber wie kommt man da durch? Ja, das ist eine gute Frage. Nee, hier will ich nichts knacken. Ich würde gerne... gemacht. Einfach da reinlatschen. Jetzt macht die bestimmt gleich wieder die Tür zu. Ist ja schrecklich. Tür auf. Tür zu. Tür auf. Tür zu. Geh woanders hin. Oh, jetzt setzt er sich da hin. Ja. Der muss sich da verziehen. Ich glaube, wir müssen gerade durch die Tür da. Hey, okay. Ist dein... Hey, was treibst du hier? Verschwinde die auf der schon Stelle wieder. Oder ich werf dich hinauf. Ja, du wirfst mich raus, ich weiß schon. Ja. Ah. Das ist Tür zu? Ja, wahrscheinlich. Also ich würde unten das Schloss knacken. Das Ding ist, dahinter ist ja auch gleich eine Wache. Ach so. Also läuft da zumindest auch immer rum. Und sehr schwer können wir auch, glaube ich, noch gar nicht. Ah, okay. Siehst du? Ja. Wir müssen es hier oben durch versuchen. Gut ist, dass die sich das anscheinend nicht merken können. Wäre ja schon komisch, ne? Wenn immer wieder der gleiche da ist. Ja. Da ist jetzt keiner. Jetzt reicht's. Hallo. Juhu. Hey, du! Was hast du hier verloren? Ja, was antworten wir jetzt? Ich weiß nicht. Heiliger Bimbam, wie bin ich hierher gekommen? Muss mich verirrt haben. Verpiss dich, du Saufbold! Pass doch auf. Ja. Tö. Okay. Habe ich nicht gesagt, du sollst verschwinden? Jetzt kommst du mit. Wir sind im Knast. Verdammt. Also ich würde mal sagen, die Quest haben wir nicht geschafft. Die Quest ist fehlgeschlagen. Aber immerhin hatten wir einen Krug Wein mit im Knast. Das ja, ist doch gut. Ja. Oh Mann. Oh, ist nicht in ihr Ernst. Naja, das ist, die Zeit geht schneller als sie sonst, wenn das Schnelle ist, umgeht. Und deswegen kommt einem die letzte Stunde jetzt noch langsamer vor als sonst. Unglaublich. Ah ja, so, also wir haben jetzt den Wein. Das ist ja ganz toll. Das ist super. Wir gehen jetzt. Tschüss. Verzieh dich. Fehlgeschlagen. Ja, damit ist die ganze Questreihe fehlgeschlagen. Ah ja, und das ist auch fehlgeschlagen, weil wir zu lange gebraucht haben. Ah, okay.
Aber damit sind dann wenigstens, ist unser Questlog jetzt etwas leerer. Ja, das ist toll. Vielleicht sollten wir uns mehr anziehen wie Unterwäsche. Ja, das ist eine gute Idee. Gucken, ob wir das überhaupt dabei haben. So. Gut, damit sind wir da wieder ausgerüstet und jetzt, ach, immer das Gleiche, brauchen wir das natürlich noch. Hm. Okay, dann neue Quest. Vielleicht solltest du nochmal eben in Trog springen. Ja, wir haben auch einige Debuffs. Ja? Ja, wir müssen schlafen, wir haben Hunger. Wir waren doch im Knast 2 Tage lang. Da macht man doch nichts anderes wie schlafen, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich muss etwas essen. Meine Eingeweide ziehen sich schon zusammen. Ja, das kenne ich. Ja. So, jetzt haben wir ein bisschen was gegessen, aber es reicht noch nicht. Okay. Jetzt klapperst du die Töpfe ab, oder? Ja, erstmal. Okay, da ist also Essen und Bett und was ist das andere da, was ganz orange ist? Das ist eine Kette mit Dings. Ah. Wegen Knast, weißt du? Ich weiß jetzt gerade nur nicht, was das einen abzieht. Nach dem Kerker, ja. Keine Ahnung. Charisma ist runter, siehst du? Ja. So, Hunger ist also weg. Also der akute Hunger. Ich wollte aufsitzen. So, ja, richtig. Wir könnten jetzt theoretisch vielleicht nochmal nach Dings gleich gucken. Nach Theresa? Theresa, ja. Die hieß ja, komm in ein paar Tagen wieder, aber es regnet schon wieder. Ja. Wir sollten noch erstmal 1-2 Stunden schlafen. Ja, es sind ein paar Tage vergangen. Man muss ja nicht unbedingt spazieren gehen. Vielleicht kann man mit ihr auch irgendwas im Haus machen. Möglich. So, aber erstmal schlafen. Ja. Schlafen wir mal bis mittags, hä? Ja, mittags ist gut. Es wird dann reichen bis abends. Mhm. Mittagsschlaf ist was Feines. Was ist das? Was Feines. Ja, Mittagsschlaf ist was Feines. Klappbus sehr selten nur. Ja. Meistens nicht. Meistens nicht. Meistens nicht. Das haben wir auch erledigt. Sehr schön. Ich glaube, die Quest mit Theresa kommt dann eben irgendwie, ja, du solltest mal wieder bei Theresa vorbeigucken irgendwie. Ach so. Ich glaube, man kriegt dann einen Hinweis drauf. Wenn ich mich nicht täusche. So, Liebeswerben, oder? Ja. Ist in ein paar Tagen, ja, das kommt irgendwann automatisch dann, nach ein paar Tagen kriegt man dann diese Meldung von wegen, ja, ich sollte mal wieder vorbeigucken. Lagers töten, das könnte man durchaus mal versuchen. Jetzt ist die andere Quest auch abgebrochen, ja? Nee, in Gottes Hand gibt's noch. Ja, da hatten wir das Fleisch. Ja. Heilkräuter. Ja, okay. Und mit Kustos müssen wir noch reden.
Genau. Das ist auch in Sasau, siehst du? Das würde sich ja auch anbieten. Mhm. Dann würde ich jetzt sagen, wir machen erstmal hier diesen Dingens da. Das machen wir mal aus. Und da machen das mal zuerst. Okay. Das Lager da ausnehmen. Das hatten wir ja irgendwann mal die Quest gekriegt von Dings da, von dem anderen, der uns das immer beibringt. Ja, Bursche! Das Kämpfen. Hast du auf eine kleine Wette fürs Nee, keine Lust. Und wir haben auch Partende. Wir haben Partende. Na sowas. Ganz genau. Okay. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis denn. Ciao. Ciao.